Servus und herzlich willkommen zurück beim Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn letztes Mal haben wir bei diesem Pokémon Let's Play die Geister-Arena-Prüfung begonnen. Und ja, wir mussten 3 Doppelkämpfe gewinnen. 2 haben wir schon gewonnen. 1 machen wir jetzt noch. Und danach geht's direkt auch schon an die Arena, nicht Arena-Prüfung, sondern an den Arena-Kampf. Und ja, das bedeutet, es wird spannend heute. Arena-Prüfung fertigstellen und einen Arena-Kampf. Ich wünsche euch bei diesem Part ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich kriege das hin, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, wir legen los. Let's go! Den letzten Doppelkampf, den wir machen müssen, ist der MC-Rapper-Kampf. Also der MC-Rapper ist jetzt unser Gegner. Und die anderen 2 haben wir ja im letzten Part zum Schluss besiegt. Ich bin nicht nur ein Top-Moderator, nein, auch Pokémon-Kämpfe habe ich voll drauf. Jetzt lege ich gleich eine doppelte Performance hin. Wir haben das Problem letztes Mal gehabt, dass Voltrian leider zu hoch gelevelt ist und uns einfach nicht mehr gehorcht. Das ist ein bisschen blöd natürlich. Ich dachte, sie wird sich im Team eigentlich ganz gut machen, aber sie wendet sich die ganze Zeit beim Kampf von mir ab. Gut, dass wir heute die Arena-Prüfung machen. Also die Arena machen, weil dann gehorchen wir, glaube ich, alle bis Level 45? Ich bin mir nicht sicher. So, wir machen hier gegen Zubiris. Und du darfst, wenn du möchtest... Ja, soll ich das riskieren? Doppelkampf ist halt dann echt doof. Nee, ich mache hier drauf. Ja, Voltrian mag wieder nicht. Hab ich mir schon gedacht. So, und das fetzt jetzt hier richtig. Oh mein Gott. Aber er wurde selbst auch besiegt. Hä? Okay. Komisch. Schon. Das war eine krasse Attacke. Da wird man... Okay. Das ging zu schnell. Okay, Zubiri hätten wir jetzt auch fertig. Das ist jetzt nicht mehr schlimm. Noch ein Nachthieb. Ja, Voltrian, wenn du mal Bock hast, dann kannst du auch was machen. Nee, hat keinen Bock. Okay. Dann ist das halt so. Ich muss Voltrian unbedingt austauschen. Eieiei. Du hast mich ja richtig fertig gemacht. Ja. Aber deine Attacke war auch nicht schlecht, vor allem die erste. So. Jetzt gibt sie ihr Konzert. Das Publikum ist ganz außer sich vor Begeisterung. Wow, abgefahren. Was für ein Wahnsinnskampf. Sowas bekommt man nicht oft zu sehen. Yo, vielen Dank für die Show. Du hast die Redeprüfung mit Bravour bestanden. Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus für Cersei, wenn ich bitten darf. Oh ja. Arena-Prüfung bestanden. Die Menge ist krass im Einklang. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Sieht so aus, als wäre alles bereit für unser Hauptprogramm. So, und jetzt alle zusammen. Der Moment, auf den ihr gewartet habt. Lasst es so richtig krachen, denn hier kommt die... Kommt sie, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Etta! Oh Mann. Oh. Ruhe jetzt. Ihr seid ja krass drauf. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Ich bin bereit. Die Menge jubelt und schreit. Ich auch. Ist das etwa nein? Oder seid ihr gehypt? Ich kann nicht rappen, Leute. Ja, wir sind gehypt. Das war ein solider Auftakt, Sis, aber die Show kommt erst richtig in Fahrt mit dem Star am Start. Okay. Das will ich ja überhaupt nicht sagen. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung. Krasse Leistung, danke. Etta wird noch eine Weile Reime raushauen. Gib doch in der Zwischenzeit schon mal am Empfang Bescheid, dass du bestanden hast. Ja. Ich glaube, das wird auch ein Doppelkampf, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde jetzt hier... Ja, Felinara hat eine Unlichtattacke. Ich werde sie mal hierhin befrachten. Voltrian, ich bin enttäuscht von dir. Nee, Scherz. Ich bin ja selber schuld, dass ich sie in mein Team gepackt habe.
geh mal kurz heilen. Und dann geht's auf zur Arena. Zum Arena-Kampf. So. Hallo. Guten Morgen. Willkommen beim Pokémon Center. Pokémon heilen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig anstrengend wird oder leicht. Ich werde mich davon überraschen lassen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Genau. Die beehre uns bald wieder. Ja, ja. So, ich gehe mal in die Arena. Oh, hoppala. Da passt alles. Ich gehe mal in die Arena. Wir sind übrigens fast alle Level 40, oder? Hier. Ja, Agrostella ist Level 40, nur Tauros ist 39. Das ist cool. Also tatsächlich bald fertig. So, hallo, ich habe bestanden. Ah, Sassy, deine Eröffnungsnummer war ein voller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Probe bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Arena-Leiterin Etta, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele, herausfordern? Ja! Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Richtig cool. Auf dem Kampfplatz gibt es jemanden einen rhythmischen Sprechgesang zum Besten. Gibt jemand. Aha. Unseren Rap-Battle heute wirst du verlieren. Jojo, wir siegen. Du endest auf allen Vieren. Spitz die Ohren für meinen Rap-Arena-Leiterin. Ich stehe an der Spitze. Ich bin der King. Bumz, Chuck, Bumz, Chuck. Ich kann sowas nicht. Der King willst du sein? Ha, du bist echt lahm. Deine Rhymes nicht, sind nichts als Kinderkram. Loser wie du können gleich nach Hause gehen. No way, die Leine auf nimmer Wiedersehen. Ich bin Etta, immer härter, immer besser. Meine Rhymes schlagen ein in Dynamit. Mach dich bereit für den unschlagbaren Beat. Ja, ja. Es geht richtig ab hier. Du hast echt eine Macke, kleiner Möchtegern. Lern lieber rappen und halt dich von mir fern. Geh heim, lass es sein. Ich sag nein. Verloren oder geboren, doch es ist nicht vorbei. Nächstes Mal komme ich nachmittags um 3. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht auch rappen. Warte, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. Oh. Die Augen sind gruselig. Pah, nachmittags um 3. Was sollte das denn? Das ist mir echt zu viel Freestyle. Oh, die sieht aggro aus. Und schon ist es aus. Was ein mieser Gag. Gibt's hier niemanden mit genügend Swag? Hm. Yo, du hast doch für mich die Show eröffnet. Bist du meine nächste Gegnerin? Bist du meine Pokémon oder meine Rhymes herausfordern? Ich mach kein Rap-Battle. Ich bin für den Arena-Kampf hier. Du bist also nicht zum Rappen hier. Besser so, sonst machst du dich zum Deppen. Oh mein Gott. Was? Du findest, ich spreche komisch? Ein bisschen. Das nennt sich Rap. Alles klar, Rap ist ein Spiel mit Reimen, Klängen und Gesängen. Als ob man das nicht weiß. Quasi der Rhythmus deiner Seele. Zubiris bei Nacht steht wacht und gibt Acht. Ganz allein muss das sein. Nein, oh nein. So geht das. Checkst du, was ich meine? Oh Mann. Alles klar. Naja, du bist ja auch Pokémon-Trainerin. Genau. Zeig mir in einem Kampf, was du drauf hast. Ja, zeig mal, ob du auch kämpfen kannst oder nur rappen. Doch auch meine Geister-Pokémon sind erste. Achso, sonst spült mein Rap den Cash in die Kasse. Doch auch meine Geister-Pokémon sind erste. Klasse. Okay. Dann werden wir sehen, ob die eine Chance hatte gegen mich. Oder nur beim Rappen. Beim Rappen gewinnt sie sicher. Aber beim Kämpfen? Ja, ja, Zweierkämpfe. Ich hab's ja gewusst. Yo, Doppelkämpfe sind absoluter Etta-Style. In welches Pokémon aus... Ich wechsle... Ja, okay. Okay. So, wir haben hier... einmal... eine terra-kristallisierende Nachthieb auf Mimikma und einen Biss auf Banett. Das schwächen wir gleich beide gleichzeitig. Ja, gucken wir mal, wie das ausgeht. Ob ich das gut ausgewählt habe.
Haben wir ab jetzt nur mehr Doppelkämpfer in den Arenen? Oder ist das der einzige Doppelkampf? Was? Was ist da gerade passiert? Oh mein Gott. Sie Terra kristallisiert jetzt auch. Oh Gott. Was ist mit Mimigma? Okay, unsere Stats steigen, sehr gut. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Kann man das nicht einfach alles gleichzeitig? Naja. So, wir haben einmal einen Supertrank für Maskagato und Felinara darf angreifen. Hier gegen die Sigma. Gott, das ist gar nicht mal so leicht, diese Doppelkämpfe. Ah. So. Kampf. Was ist nochmal Schmarotzer? Anwender macht sich die Kraft des Ziels, sondern je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden macht die Attacke aus. Ja. Einmal auf Bonnet. Und Felinara geht jetzt auch auf Bonnet, damit mal einer erledigt ist. Oh, okay, das war jetzt dumm. Ich wusste nicht, dass es so effektiv wird. Okay, okay. Okay. Braves Felinara. Okay, da kommt der nächste. Ein cooler Blick voll Kanne in die Schwachstelle. Was für ein Zweck. Okay, das war kein Reim. Dann Friedwurf ist halt auch wieder ein Geist. Stimmt. Gehst du da drauf und du gehst mit deinem Biss nochmal hier drauf. Wow. Fürs Felinara. Maskagato natürlich auch. Richtig viel abgezogen. So, sie müsste jetzt eigentlich eine Terra-Kristallisierung rausholen, oder? Verschwindet. Na toll. Dann werde ich heilen. Oh! Wir haben ein neues. Etwas Pokémon liegt auf den Brettern. Hui, das haut mich glatt mit um. Okay. Die jubeln. Helfen aber alle zu ihr, habe ich das Gefühl. Zu mir hilft niemand. Ist ja auch nicht schlimm. So, ich muss Maskagato wieder heilen. Kein Risiko wird hier eingegangen. Und Felinara darf weiterkämpfen mit einem Biss gegen Riffex, weil Friedwurf ist verschwunden. Ja, perfekt. Kommt der letzte Sorg meiner Homies und er bringt eure Seele zum Klatschen. Hä? Was passiert jetzt? Wieso sind da jetzt so viele Friedwurfs? Dieser Sorg bringt selbst Tote zum Tanzen. DJ G-Rave ist in the house. Hä? Was passiert gerade? Okay, Terrakristallisierung. Das dachte ich mir ja schon. Cool, ich habe noch nie von einem Geist-Pokémon eine Terra-Kristallisierung gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall so ein Geisterballon am Kopf. Aua! So, jetzt müssen wir es noch vollenden hier. Soll ich es riskieren und einfach angreifen?
ist zwar ein Risiko, aber ich mach's. Weil es braucht immer ein bisschen, dass man hier alle Stats von 4 Pokémon auflistet. Nacheinander. So, Kampf. Schmarotzer gegen Riffix. Und du machst einen Biss gegen Friedrich. Perfekt. Oh, voll arm. Ja. Nee, Friedo verschwindet. Der Biss kann nicht eingesetzt werden. Kannst du bitte wieder auftauchen? Nicht aufgeben, weiter so. Friedo ist weg. Verschwunden. Der hat keinen Bock. Gut, dann heile ich jetzt mal. Weil, wieso nicht? Ich habe eh genug Tränke. Und Felinara kann den Nebel machen, oder? Das bringt auch einen stößenden gezielten Ruf aus. Bannschläg, Metallschaden, trifft garantiert. Ja, okay, dann nochmal. Das soll ja stimmen. Auch wenn der nicht da ist. Er wird, glaube ich, jetzt nicht auftauchen, oder? Nee. Irgendwo verwählt. Verfehlt. Oh. Arme für die Nara. So, das sollte jetzt der letzte Durchgang sein, wenn Friedhof nicht gleich wieder verschwindet. So, alle auf ihn. Ja, okay. Das war's, Leute. Wir haben die Arena. Ja! Cool. Arenaleiterin Etta wurde besiegt. Dein Rhythmus ist doch fetter, offenbar. Aber mit einer Niederlage komme ich klar. Wenn das so ist, dann ist ja gut. Wir haben den nächsten Arena-Ort. Das war nice. Ich konnte die Vibes zwischen dir und deinem Pokémon richtig spüren. Die meisten kommen nur zum Flexen her, aber du hast es geschafft, mich so richtig zu flashen. Den Orden hast du dir absolut verdient, yo. Wie wär's außerdem mit einem VIP-Ticket für mein nächstes Konzert? Das geht auf mich. Dankeschön. Ja, die Geister-Arena besiegt. Mit 5 Arena-Orden in der Tasche lassen sich Pokémon bis Level 45 leichter fangen. Und sie gehorchen dir aufs Wort. Ja, Voltreon ist aber Level 51. Ah, nach dem ganzen Rappen bin ich richtig gut drauf. Hier das kriegst du auch noch. Du erhältst TM-Spukball. Ah, wurde in der TM-Tasche verstaut. Dankeschön. Ich würde ja echt gerne noch ein paar Rhymes für dich raushauen. Komm bald mal wieder. Nächstes Mal können wir uns einen Rap-Battle liefern. Toi, toi, toi bei deinen weiteren Abenteuern, man sieht sich, Baby. Ja, cool. Die haben wir jetzt richtig platt gemacht. Also war schon, man musste schon, es hat ein bisschen länger gedauert. Also es war jetzt nicht die easieste Arena, auf jeden Fall. Ich gratuliere dir zu deinem Sieg in der Arena. Kay hat mir bereits von einer ungewöhnlichen Trainerin berichtet. Offenbar meinte sie dich damit. Ich habe deinen Kampf eben verfolgt und muss sagen, du bist tatsächlich überaus talentiert. Wenn du so weitermachst, könntest du wirklich noch den Champ-Rang erlangen. Ich würde dich nur zu gerne in naher Zukunft für die Pokémon-Liga rekrutieren. Ne, Mila. Cersei, ich weiß jetzt, in welchem Pokémon gegen dich antreten werde. Ah, okay. Deinen Kampf in der Arena habe ich übrigens auch gesehen. Echt beeindruckend, wie schnell du immer stärker wirst. Champ Nemila, wie schön, dich noch nach so langer Zeit wiederzusehen. Was? Oh, was machen sie denn hier mit Cersei Nummer 1? Nummer 1? Nummer 1? Nanu, hab ich dir das etwa nicht ordentlich erklärt? Alle schauen zu ihr auf und du kennst sie nicht einmal? Oje, sie ist die absolute Nummer 1 und steht sogar noch über dem Champ-Rang. Ihr Name ist Sagaria, sie ist das sogenannte Top-Champ. In der Tat, neben meiner Funktion als Präsidentin der Pokémon-Liga fülle ich auch diese Rolle aus. Ich hätte gedacht, sie wären viel zu beschäftigt, um die Arenen persönlich zu inspizieren. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin gekommen, um ein vielversprechendes Talent zu rekrutieren.
Was? Ist Cersei etwa schon so bekannt? Ich habe sie aber zuerst entdeckt. Auch wenn sie der Top-Champ sind, können sie mir nicht, sie nicht einfach von der Nase wegschnappen. Du scheinst dich wohl großer Beliebtheit zu erfreuen. Ich werde mich hinten anstellen. Ich will aber nicht zu Nymila. Ganz genau, Lustas. Ich schulde dir noch einen Pokémon-Kampf. Schnell los, auf zum Kampfplatz. Einen Moment bitte. Ich habe meine Pokémon auch noch nicht geheilt. Was ist? Diesen Kampf würde ich mir nur allzu gern ansehen, aber nur, wenn euch das genehm ist. Klar. Aber natürlich, bei mir ist kein Problem. Bist du auch einverstanden, Cersei? Ja. Vielen Dank euch beiden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe meine Pokémon noch nicht geheilt, Nymila. Nun denn, lasst uns gehen. Mann! Ich will meine Pokémon vorher noch heilen. Immer diese Nymila. Oh, so stürmisch. Eieiei. Was sollen wir gegen die tun? Also nochmal für dich zum Mitschreiben. Du klapperst die verschiedenen Arenen ab und erkämpfst dir ihre Orden. Wenn du das geschafft hast, kannst du gegen allerstärksten Pokémon-Trainer antreten. So ist es. Und zwar in der Pokémon-Liga. Sie befindet sich nordwestlich von Mesalona City. In der Pokémon-Liga wird würdigen Trainern der höchste aller Titel verliehen. Der des Champs. Sobald du 8 Arena-Orden beisammen hast, kannst du eine Prüfung ablegen, die es in sich hat. Schaffst du es schließlich selbst, den stärksten Prüfer zu besiegen, wirst du zum Champ ernannt. Stell dir nur mal vor, wie sich das für dich anfühlen würde, der Moment, in dem du zum Champ wirst. Ja, das ist schon krass. Du hast dein Ziel, die Bühne aller Bühnen vor Augen. Und jetzt beginnt der Kampf. Oh, nicht so schnell. Die Pokémon von Cersei scheinen noch etwas erschöpft zu sein. Danke, dass es jemanden auffällt. Ich war schon so bereit für den Kampf, dass ich gar nicht daran gedacht habe. Ja, Nymila, das ist dein Problem. Aber dank des Top-Champs sind deine Pokémon jetzt wieder topfit. So, versetz dich schon mal in die Situation von eben zurück, Cersei. Und los geht's, der Kampf ist das Ziel. Bin gespannt, was sie rausholt für Pokémon, ob ich die kenne. Weil das ist schon ein Vorteil zu wissen, welche Typen die haben. Ja, okay. So, Nymila. Nein, ich weiß es nicht. Lass dich nicht davon einschüchtern, dass die Nummer 1 uns zusieht. Ja, was ist das für ein Pokémon? Könnte ein Unlicht sein? Könnte... Ich weiß es nicht. Ein normales sein? Ich kann ja mal gucken. Schnee. Schnee, also Eis? Es schneit, die Trefferquote von... Achso, nee. Kampfhändler, Effekte. Das steht bei allen, okay. Ja, ich probiere einfach mal was. Wolverock. Okay. Ich brauche mir nicht so viel Sorgen machen, glaube ich. Ich hätte noch ein drittes Mal treffen können. Uff, nicht übel. Diese Attacke hat es ganz schön in sich. Wolverock wurde besiegt. Mit wie viel kämpft sie jetzt gegen mich? Taros versucht Erholung zu lernen. Oh, Erholung. Was ist das? Psycho-Angriff. Annette wird vollkommen geheilt von allen. Taros wird befreit und schläft die folgenden 2 Runden. Nee. So, Viscora kenne ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Nochmal Kugelsaat. Vegetarier? Drachenpuls. Oh, wir haben hier einen Drachen. Da hilft Eis, Drache und Fee. Felinara, komm raus. Maskagat, du kommst zurück. Das sollte helfen. Also ich denke mal, dass es ein Drache ist. Ja. Ist es. Eine Aqua-Attacke? Okay. Nymila, das war nicht... dein stärkster Zug.
Nein! Och, Felina. War okay. Hat trotzdem gewirkt. Auch wenn sie verwirrt war. Gut. Gegner wurde besiegt. Was ist dein nächstes? Kamamo? Muss ich mir angucken? Ah, das kennen wir. Elektro und Kampf. Boden. Flug. Gut. Hypros. Hypros sollte das mit einem Stampfer erledigt haben. Hat keine Wirkung. Oh Mann. So. Mach mal ein Erdbeben. Hey! Oh, oh je, der Arme. Keine Chance. Noch eins? Bei Londa. Weiterkämpfen müssen wir uns angucken, was das ist. Sehen Sie das Nummer eins? Ich wurde in die Ecke gedrängt. Da. Bei Londa. Oh, wow. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich aber Wasser. Da haben wir Pflanze und Elektro. Weiß nicht, ob mich mit dir jetzt überhaupt noch zuhört, aber ich mach mal was gerade. Ich hoffe, sie wird nicht gleich erledigt. Terra-Kristallisierung. Hm. Ja. Oh nein, ich hab die Befürchtung, dass Maskegato gleich besiegt ist. Ich hätte sie vorher heilen sollen. Oh Mann. Wie du seine Attacken standhältst, okay? Bogentanz. Ah, okay. Nicht sehr effektiv. Das war mein Glück. Das war mein Glück. So, wir brauchen einen Übertrank für Maskegato. Habe ich das richtig gesehen, dass ich nicht Terrakristallisieren kann? Oder, also, weil ich habe es ja eigentlich nicht aufgefüllt. Oder hat das die Nummer 1 da auch bewirkt? Aufgeladen. Nicht sehr effektiv. Doch, kann ich. Probier was mal. Weil was sie kann, kann ich schon lange. Bin gespannt, wie viel sie abzieht. Genug auf jeden Fall. Brav. Ja, ich sollte sie jetzt besiegt haben, oder? Ja. Hampus Level 44, das wird auch schon knapp. Wunder dich nicht, wenn du ab sofort etwas mehr im Rampenlicht stehst, Cersei. Ja, cool. Wir werden immer stärker. Gegen jemanden wie Champ Nemila einen solchen beachtlichen Kampf hinzulegen, zeugt von Talent. Es war mir eine Freude, solch einem herrlichen Kampf beiwohnen zu dürfen. Wie krass, sogar der Top-Champ erkennt dein Potenzial an. Du hältst mich wirklich auf Trab, so schnell wie du stärker wirst. Weißt du, eines war mir schon klar, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Eines Tages wirst du den Champ-Rang erreichen, Cersei, da bin ich mir sicher. Die übrigen Arenen wirst du ohne Probleme bewältigen, du schaffst das. Das denke ich auch. Hier, das soll dir gehören. Betrachte es als Investition in deine Zukunft.
Ein Terra-Ausbruch. Okay, danke. Wenn ein Terra-kristallisiertes Pokémon diese Attacke einsetzt, passt sich ihr Typ dem Terra-Typ des Pokémon an. Ah, irgendwann werden wir zwei uns den besten Kampf aller Zeiten liefern, das weiß ich einfach. Ich werde noch viel, viel mehr trainieren, um richtig darauf vorbereitet zu sein. Ja, aber sie ist ja schon ein Champ. Also eigentlich müsste sie ja mega stark sein. Sie müsste ja jetzt voll gekränkt sein, weil ich bin ja kein Champ und sie ja schon lange. Ich frage mich, ob sie gerade aus Freundschaft gesprochen hat, um dich zu unterstützen, oder weil sie sich Großes von dir erhofft. Nein, ich glaube, das war keine bloße Hoffnung. Sie hat aus fester Überzeugung gesprochen. Komm, ich führe dich wieder zurück zur Arena. Ich hätte auch selbst wieder hingefunden. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber danke, ist natürlich nett. So. Ey, wir haben so viel erlebt gerade. Arena-Prüfung erfolgreich bestanden, dann den Arena-Kampf gewonnen, dann Top 1 kennengelernt, so richtig, und jetzt auch noch Nimila besiegt. Was war das bitte für ein umfangreicher Part? Ja, damit werde ich diesen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wirklich echt viel weitergebracht im Game und sind jetzt mittlerweile richtig stark geworden. Auch unser Team ist natürlich schon mega, mega stark. Was ich mit Voltrion mache, weiß ich noch nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Was ihr tun würdet, würdet ihr einfach bis dahin, bis er mir gehorcht, sie mir gehorcht, ein anderes Pokémon statt ihm ins Team setzen und ihn vielleicht später, sie vielleicht später wieder rausholen. Es ist ja eine sie. Eieiei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.